Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Pioneers Map. Guckt mal, wir stehen hier mit dem neuen New Holland und dem Balkenschneidwerk hier an der Seite, weil ich habe nach der letzten Folge hier alle Bäume gefällt. Die haben wir schön in der Waagerecht gelegt und die Kabel rein für das Interesse, mal außen den ersten Streifen mit dem Mähwerk umgemäht, um zu sehen auf der Karte, wie groß denn das neue Feld ist. Und kann man das erkennen überhaupt? Ja. Wie kann man da? Ja, da, guck mal, da ist der Rotrahmen. Ist okay, oder? Ist eine schöne, vernünftige Feldfläche. Ist ein ganz bisschen kleiner wie der Acker hier. Ich glaube, größentechnisch vielleicht ein bisschen größer wie der. Ja. Ne, ist jetzt nicht ultra riesengroß, aber clean ist halt auch anders. So. Ja, hier liegen sehr, sehr viele Holzstämme rum. Und wir haben sehr, sehr viel zu tun, weil hier hinten ist theoretisch noch das nächste Feld frei zu räumen von Bäumen. Jetzt ist die Frage, was wollen wir machen? Als allererstes würde ich jetzt wirklich endlich mal hingehen und dieses Güllefass eintauschen, weil das steht schon folgenlang bei uns beim Shop rum und das haben wir immer noch nicht hinbekommen. Deswegen machen wir uns da jetzt mal auf den Weg zum Kuhstall. Nehmen das alte Huckepack, nehmen wir mit und dann tauschen wir das ein, weil das neue steht schon beim Händler. Na? Es wird Zeit. Das da. Diesesjenige welche wird zusammen mit dem Ding abgegeben. Wir haben nämlich ein neues schon beim Händler stehen. Das Schneidwerk, das hat keinen Bock. Warte, will abhauen. Das Schmus mit dem Drescher. Naja, die machen das schon. Wo ist unser Messi? Ah, da oben am Kuhstall. Ja, nun. Hä, ich hab den gerade vermisst. Ich war mir eigentlich fast sicher, dass der beim Fermenter steht. Aber nee, dann halt nicht. Nebenbei bemerkt, ich habe das Füllvolumen vom Schafstall habe ich hochgeschraubt. Also alle Grasballen, die wir da hingefahren haben mit dem einen Anhänger, die sind alle verfüttert. Da können wir mal kurz reinschauen. Siehst du? Genau, das machen wir mal. Beide Schafe. Da ist jetzt alles schön. Und zwar, guck mal, haben wir hier die schwatten Dinger. Und da sind 92.000 Liter Gras drin. Und da ist noch Platz für sehr, 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 sehr viel mehr. Ne, Wasser. Ach ja, warte mal, Wasser müssen wir auch selber nachfüllen. Aber das ist egal. Den Schwigger habe ich auch schön hochgeschraubt, dass da ordentlich was reingeht, weil dann haben wir ganz, ganz lange Ruhe. Wenn ich mich da immer beimache und das alles richtig hochschraube, das schaffen die nicht wegzusaufen und wegzufressen. Das ist eigentlich ganz gut. Das andere Ding ist, wir haben im November, das wird langsam dunkel, oder? Jetzt ist die Frage, wollen wir noch weitermachen oder wollen wir einfach vorspulen? Ha, ich bin gerade nicht so sicher. Weil jetzt im Winter machen wir eh nicht mehr so viel, oder? Hoppala. Pass mal auf, wir müssen mal kurz das Kalendarium befragen. Weil aussahtechnisch ist hier Pustekuchen, ne? Ja, nischt. Wobei, wir hätten hier noch immer Gras anzusäen. Genau da, wo auch Gras hin soll. Und zwar das Feld am Schafstall. Da würde ich sehr gerne noch Gras ausbringen. Aber erstmal bringen wir hier das Güllefass beiseite. Es war schade drum, aber irgendwie fetzt es nicht. Deswegen darf es gehen. Das geht erstmal zum Händler. Dann nehmen wir das neue mit nach Hause. Und dann, ja, sage ich euch ganz ehrlich, wäre ich fast bereit, dass wir einen zweiten Traktor kaufen. Oder? Für den Schafstall. Was haltet ihr denn davon, wenn wir das so machen, wie ich das letzte Mal angedacht hatte, dass wir uns da noch so einen alten John Deere Traktor holen? Wie heißen die? 7810 oder so? Oder 8710? So ein Ding. Hätte ich ja übelst Bock drauf. Finde die toll. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir das hier gleich abgegeben haben. Und vielleicht holen wir in dem Zuge auch gleich noch ein Förderband für das Bergwerk. Wir könnten auch noch mal eine Runde Eisenerz fahren, aber das würde ich machen, wenn wir wieder einen Tag irgendwie mit Sonnenschein haben, weil jetzt hier im November, obwohl Sonne auf dem Plan steht, ne, laut Wetterbericht, sieht es gerade recht düster aus. Ist auch 3:45 auf dem Abend. Also, ne, normalerweise ist im November hier schon fast dunkeltuten, deswegen, ja. Ja, komm. Häng nur einfach ab. Bau ab. Ach, nee. Bau ab. Bau ab. Nun, ja, so.
Okay, noch ein Grund mehr, das abzugeben. Ha! Wo ist denn der Trigger? Da. Ey. Das bitte mit weg. Ja. Aber jetzt. Seht ihr da nicht rüber? Dann legen wir dahin. Na, siehst du. Geht weg für 26.000. 54, das Ding ist teurer wie das Güllefass selber. Naja, große Gesundheit. Na hallo, das war doch mal ordentlich Geld. Haben wir was im Angebot? Nein, also nicht, was wir wollen. War der bei mittelgroßen Traktoren? Ich glaube ja, ne? Da ist er. Wir nehmen 350 Pesen, ne? Fordert mit. Reifen. Ich sag dir ganz ehrlich, finde das ein bisschen cool. Was haben wir noch? Und jetzt, wenn er da so in Weiß steht, sieht auch sehr edel aus. Hm. Und Michelin waren auch dicke Dinger. Rocky. Mann, verdammte Hacke, ich kann mich nicht entscheiden. Wir nehmen die so fertig aus. Frontlader brauchen wir nicht. Hauptfarbe, das ändern wir auf jeden Fall. Kotte grün ist geiler, oder? Ist mal was anderes. Nee, das ist okay. Oder olivgrün. Ist auch hübsch. Wir nehmen olivgrün. Und Felgenfarbe. Machen wir schöne dunkle Grau. Was haltet denn davon? Das war was völlig anderes. Dann haben wir den auch schon wieder bezahlt mit dem Fass, was wir verkauft haben. Ist das was? Ich finde das irgendwie cool, das Ding. Oder ist es mit den Felgen? Warte mal. Er sieht aus, als wäre der von der Bundeswehr. Eieieiei. Wenn wir die auch hin. Nee, das sieht nicht aus, ne? Warte mal, ein Johnny braucht. Eigentlich braucht ein Johnny gelbe Felgen. So, ich habe jetzt Messingfarben genommen. So, da habt ihr das. Wir haben einen neuen Traktor. Mal schnell mal. Ist nicht besonders, aber kannst halt lackieren, wenn du willst. Den habe ich auch schon. Och, den hatten wir auf der Elm Creek Map, glaube ich, schon gehabt. Das war das erste Let's Play im 22er gewesen. Da hatten wir den Apparat hier schon gehabt. War einer der ersten, schnellsten, frühesten Mods, wo man den John Deere umlackieren konnte. 7810, siehst du, sag ich ja. So, wenn wir schon mal da sind, kommen wir nehmen auch mal ein Förderband mit jetzt. Die Faxen dicke. Den haben wir schon. Wir brauchen noch so ein Apparat hier, richtig? Richtig. Können wir das bei dem Messe ranfummeln? Bestimmt, oder? Und ich finde das hier hochgradig dunkel. Ist eigentlich nicht so schön. Siehste, passt doch. Dann los. Dann bringen wir das Förderband zum Bergwerk und das Fass zum Kuhstall. Genau. So, fahr da mal da hinterher. Nein. Klappt das zusammen? Hallo? Hör auf damit. Was macht der? Hallo? Nein. Hilfe. Hör doch auf. Hä, wo will denn das? Was ist denn? Wieso? Ach, komm schon. So. Jetzt fährt er da auch hinterher. Abmarsch. Komm, Kollege. Was ist denn mit den... Ach Gott. Ach, dieses Förderband. Das macht mich fertig. Jetzt halt an da. Warte mal, was haben wir denn da eingeschalten? Kann man das wieder ausschalten? Hallo. Kann er damit aufhören? Er soll das nicht machen. Hilfe. Oh Gott, was haben wir jetzt getan? Hä? Den muss ich nicht verstehen, oder? Wir könnten doch nicht mal abkuppeln. Was ist das denn? Na, warte mal. Da kenne ich gar nichts. Das setzen wir zurück, das Ding.
Aber warum hat sich denn da jetzt der ganze Quatsch zusammengefalten? Das ist ja total. Nee, warte mal, jetzt sind wir falsch. Da wollen wir hin. Hallo. Ha. So, Traktoren aus. Komm. Da ist der Helfer noch drin, der dann hier aufsteigt. Jetzt. Aber wieso wird mir das Gerät nicht angezeigt? Hallo? Hä? Warte, sag mal. Aha. Aha. Das ist ja verrückt. Okay, wir machen das einfach nochmal. Also Förderbänder, also mit den Dingern da, da konnte ich mich auch nie wirklich anfreunden, sei ganz ehrlich. Aus Gründen, wie ich habe Videobeweis, ne? Da sind wieder seltsame Dinge am Werk. Manchmal ist es verdammt merkwürdig, was die Phase ist. So, wieso will er denn jetzt da schon wieder lang? Ach Mann, nicht schon wieder! Das ist doch wieder Käse. Wieso will denn der da langfahren? Nein, das. Das Förderband soll doch nicht langfahren. Der Traktor soll da langfahren. Gott, da muss ich ja nicht umschalten, ne? Kommt der denn jetzt wenigstens mit? Schafft er da gar nicht. Der fährt doch nicht los, oder? Oder nimmt er das mit? Ne, das kachelt doch überall gegen. Ja, wenn wir nicht hingucken, dann klappt es. Hoppala. Aber ich sag dir, der Johnny, der macht hier an dem Fass auch eine gute Figur, oder? Kann es eigentlich nicht meckern. So. Ups, warte mal, ich habe das Mikro hier neu positioniert. Wir machen hier mal kurz ein Päuschen. Bin ich jetzt zu leise oder zu laut oder ist okay? Ich wollte jetzt nicht permanent reinschreien. Wo ist er? Kommt er? Da kommt er. Oh Mann, das ist ja wieder eine Katastrophe hier. Steig aus, komm mit. Schleifet einfach hinterher. Du hast die Kraft, die alles schafft. Komm schon, Junge. Ja, ne, da sind die Räder gleich Asche. Erstmal abgerieben, die Teile. Versteht es nicht. Irgendwas macht er ja auch. Ich habe hier Helfer gedrückt quasi, aber. Ja, okay. So, dann müssen wir noch irgendwie ganz schlau miteinander connecten. Wir bauen das hier mal ab. Und fahren wir damit weiter zum Kuhstall. Und dann können wir damit nämlich jetzt vernünftig den LKW beladen und brauchen theoretisch den Radlader gar nicht mehr. Ich würde euch echt gerne die Räder umbauen. Hallo, aha. Warte mal, da müssen wir drehen. Turnaround. So, warte mal, wir müssen das einmal komplett 180 Grad. Ja, nicht gegen den LKW knallen. So ungefähr, vielleicht, circa ziemlich genau. Ja, so sieht gut aus. Gut. Dann müssen wir jetzt nur noch das Ding hier ankumpeln und dann sollten die zusammen arbeiten. Hoffe ich, denke ich. Oh je, du sollst ja den Berg. Ach, komm doch runter. Da lenkt der nicht mehr. Mann, ey. Heute ist wieder schlimm. Aha. So. Ist angekumpelt. Jetzt können wir das aber nicht mehr bewegen, ne? Jetzt können wir da nicht mehr einsteigen. Och, komm. Hä, was? Hör auf damit. Ich verstehe das nicht. So, mach das mal ab. Wir müssen damit richtig ranfahren. Das ist hier alles falsch. Das steht zu dicht. Tja, Leute, da müsst ihr jetzt durch. Ihr habt gesagt, kauft doch jetzt endlich mal so ein OLED-Förderband. Habe ich jetzt gemacht? Das ist nicht cool. Seht ihr ja selber. Irgendwie ist hier der Wurm drin. So.
Jetzt aber, oder? Pass mal auf. Nein. In den LKW. Ach, ist das ein Hin und Her. So, wenn wir jetzt das Ding noch ein bisschen ausfahren. Hoch und raus. So. Okay, der Trailer wird beladen. Lassen wir die mal machen hier. Das hat wieder lange gedauert, Leute. Ich habe nämlich eigentlich mal andere vor mit dem John Deere. So, warte mal. Ich würde mit dem ja eine vorfahren. Dann müssen wir hier mal beiseite. Also heute ist ein bisschen chaotisch. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber muss halt auch mal sein. So, abfahr. Komm, Junge, du sollst da nicht im Busch fahren, du sollst auf der Straße bleiben. Du komm, 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 komm. Och Mann. Wir gucken einfach nicht hin, dann passiert nichts. Dann hat sich oft genug schon erwiesen, dass es der Fall ist. Einfach fahren. Die kommen schon nach. Wenn sie was wollen, dann sind sie wieder da. Okay. Ja, also mit dem Förderband, das war wirklich eine bodenlose Zauberei gerade. Halt an! Weiterfahren! So, der wäre nämlich jetzt hier voll im Kreis gehämmert. Hätte das Ding vielleicht sogar noch auf die Seite gelegt mit dem Schwung, was er drauf hatte. Das wollen wir nicht. So, dann parken wir das neue Güllefass hier unter. Den hätten wir denn jetzt endlich mal an Ort und Stelle. Lang hat sie gedauert, aber gut Ding will Weile haben. Ne, man kennt es. Okay. Wenn wir schon mal da sind, können wir gleich den Trailer wieder gerade ziehen. Hier, das ist eine Frechheit. Die Felder, die wir dann neu anlegen da unten, die müssen wir dann noch kalken und pflügen, ne? Also das volle Programm. Da ist noch ordentlich Arbeit. So. Ich hatte echt überlegt, ob wir uns den Weg durchbauen für die Schafe. Müssen wir dafür hier nochmal hier über das Wasser nehmen, ne? Warte mal, wir befinden uns... Wo sind wir denn? Wir sind da. Doch, wir müssen über das Wasser. Die Schafe sind da. Nö, dann fahren wir außen. Und Abmarsch. Komm, Bambi, komm. Siehst du, die haben uns gleich in der Familie aufgenommen mit dem John Deere hier. Ich merke gerade, der Weg, der ist sehr, sehr weit. Hat auch mit... den Hintergrund, warum wir überhaupt einen zweiten Traktor gekauft haben, dass wir die Beeren vor Ort haben und nicht immer mit den Gerätschaften hin und her kutschen müssen. Sondern wenn wir Gras mähen wollen für die Schafe, dann können wir es einfach machen. Mit Follow Me, ne, mit der Presse hinten dran gleich viel, viel angenehmer. So, hier muss jetzt irgendwo die Einfahrt kommen. Schöner Waldtraktor, der fällt ja nicht auf. Wenn man einfach abstellen, ist ja unsichtbar. So, guck dich das an. Der hat 350 PS, richtig? Warte mal, was hat denn unsere Mähtechnik für eine Leistungsanforderung? 160 und 70, das passt locker. Dann können wir mit dem Johnny nämlich mähen. Und mit dem New Holland können wir die Konturen da reinfräsen. In den, ach du, ist aber ja schön, ist wirklich eine dolle Kante drin. Und den kriegst du einfach nicht weg. Absolut nicht. Ich bin nur froh, dass die Hütte da nicht in der Luft schwebt, sondern einigermaßen Boden unter den Füßen hat. So. Na, der ist recht leichtfüßig vorne, merke ich gerade. Oh, der wird aber gehen. Wir müssen noch gerade...
Holz absammeln. Ich möchte sagen, ich habe sogar schon angefangen, ein bisschen Holz wegzufahren. Genau, für den Rand außenrum, dass ich da schon mal lang mähen konnte. Dafür habe ich schon mal ein paar Baumstämme beiseite gepackt und aufgestapelt. Ja. So, wo fängt denn hier eigentlich da? Hier fängt die große Wiese an. Okay, da werden auch nochmal sehr, sehr viele Bäume. Also auf dem anderen Feld, das waren ungefähr 100 Bäume oder so. Wir haben in der letzten Folge reingeschaut, da waren wir bei 550 gefällten Bäumen. Hier haben wir extreme Schräglage. Ah, ja, ja. Und jetzt sind wir bei 600, irgendwas in der 30, 640 oder so. 639, genau. Also knapp 500, knapp 100 Bäume haben wir hier gefällt. Von diesem Stückchen Land. Und hier wird natürlich wieder aufgeforstet, ne? Ist ja klar. Also ringsrum wird der Dschungel wieder ein bisschen dicker gemacht, dass wir hier ordentlich im Saft stehen mit dem Grün, weil, ne, als Tribut dafür, dass wir uns hier Ackerfläche aus dem Dschungel rausgaunern, müssen wir halt wieder aufforsten. Ja. Ne, wir müssen Holz abfahren, Freunde. Koste es, was es wolle. Das müssen wir jetzt machen. Sonst können wir hier kein Gras mähen. Und wenn wir kein Gras mähen, können wir keine Felder anlegen. Und wenn wir keine Felder anlegen, dann brauchen wir das hier gar nicht machen, aber wir wollen das machen. So. Das ist aber auch schon ganz schön dunkel hier, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel wollen wir packen? Also den Holzstapel da, wollen wir den schon wegräumen oder wollen wir den da liegen lassen? Ich habe nämlich angefangen, da in der Mitte ein paar Holz... Ne, wir machen das mal ordentlich. Komm, wir sammeln den mal weg hier. Ja, wir machen das mal vorbildlich. Hoffentlich. Bis zu diesem Moment. Ab da wird schon wieder kritisch. Ich verstehe das nicht, ne? Fichten sind so geile Bäume und dann hast du immer so und so einen Müll dabei. Ach... Ja. Naja, irgendwie trotzdem. Wir wollen mal nicht meckern, sondern aufladen. Okay. Und los. Dann können wir nämlich hier an der Seite schön die Baumstämme abladen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier vorne an, machen erstmal die Vollwände frei. Und dann fräsen wir uns nach und nach durch die einzelnen Baumstammhaufen durch. Wir könnten allerdings auch sofort hingehen und das Holz, gleich wegbringen, abtransportieren. Wollen wir mal eh eine Holzladung gleich zum Sägewerk fahren, am Hafen? Mal gucken, ob das gleich komplett alles weggeht. Dann könnten wir vielleicht sogar beide Sägewerke versorgen. Dann fahren wir ohne Anhänger. So, heißt natürlich, wenn wir ohne Anhänger fahren, dann machen wir vielleicht ein bisschen voller, oder? Wobei, wir können damit auch ohne Anhänger umkippen. Der wäre natürlich echt nicht cool. Okay, ich versuche mal bis zur Rungenhöhe zu laden. Ich sag mal noch zwei Stapel. Ja, den hier und ihn noch. Also einer geht hier noch ruf, ne? Das sieht dann natürlich ein. Hier ist ja noch Luft. Das geht nicht. Liegt hier noch ein Baum? Nee. Hier ist alles weggeräumt. Alles klar. Dann nehmen wir einfach den hier von der Ecke. So, packen wir den noch ein. Hallo? Okay, mal, er will alleine aufhören schon. Ist die Ladung so angenehm für euch? Ist es erlaubt, dass ich so fahren darf? Kriege ich von euch das okay? Ich denke, ja, oder? Also ist nicht übertrieben. Ich glaube, der Dachspoiler vom LKW ist höchster Punkt. Siehste. Naja. Manchmal, das Thema hatte ich gerade in den Kommentaren, manchmal habe ich auch meine Momente und höre auf euch. Ja. So, nö, dann fahren wir damit jetzt zum Hafen und schmeißen in die Sägewerke rein. Dann haben wir da erstmal unser Soll wieder erfüllt. Und dann gucken wir mal weiter. Wir können von hier aus auch eigentlich direkt zum Schafstall und von da aus weiter. Der ist eigentlich ein geiler Weg. Dann brauchen wir jetzt nicht hier von A nach B über C fahren, sondern können direkt diagonal durch und fertig. Jetzt kommt nämlich der Weg mit der harten Seitenneigung. Da ist echt interessant für mich, ob... na, sag schon. Ob der jetzt umkippt oder nicht. Weil das ist schon echt viel Seitenlage hier. Wenn wir jetzt den Anhänger dran hätten, der hätte sich bestimmt schon lang gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob wir an den Weg nochmal ein bisschen rangehen und rumbügeln.
Wenn wir damit aufschütten, wäre wahrscheinlich ja nicht so verkehrt, ne? Denke ich mal. Okay. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir die nächste Folge. Auf jeden Fall ein bisschen Holz beiseite, dass wir da Gras mähen können und dass wir da pflügen können, dass wir das erste Feld irgendwie angelegt bekommen. Na? Weil wir haben jetzt eh Winter, November, wir können ja nicht viel machen, außer die Felder vorbereiten. Von daher würde ich sagen, wäre das die sinnvollste Beschäftigung. Bis auf Gras können wir auch nicht in der Aussaat bringen. Wir müssen nichts mehr ernten. Die meiste Arbeit war, glaube ich, im Oktober gewesen. Jetzt können wir das eigentlich ruhig angehen lassen. Ist halt nur blöd mit Pflügen und so oder Grasmähen, wenn wir jetzt so vorspulen und im Dezember liegt damit immer Schnee im Dschungel. Weiß ich nicht. Ja? Deswegen. Machen wir das mal so. Halt, stopp. Oh Gott, ey, ohne Anhänger bremst der so ja vernünftig. Ist ja voll geil. Jetzt wollte ich gerade zum Holzverkauf durchfahren, aber wir müssen ja hier vorne abbiegen für das erste Sägewerk. Nebenbei bemerkt, die Produktion, die hören uns auch, ne? Die haben wir relativ früh zum Anfang, habe ich die gleich hingestellt hier. Deswegen müssen wir auch die Sägewerke füttern, weil die verteilen die Bretter weiter, dass wir da immer ordentlich Durchsatz haben in den einzelnen Produktionen. So, hat den Vorteil, der Bock passt hier unter Dach, wenn er nicht komplett voll beladen ist. Zack. Geht noch mehr raus. Ja, ach, Schande. Okay, der hat alles gefressen. Nee, das will er nicht mehr. Er ist voll. Cool. Dann nehmen wir die drei Stöcker mit und bringen die noch in ein anderes Sägewerk. Kommen wir hier raus? Nee. Warte mal, dann machen wir hier eine Drehung. Ey, das ist ja ohne Anhänger viel, viel besser. Viel, viel besser. Da wäre ich fast bereit hinzugehen und noch einen zweiten LKW zu kaufen ohne Anhänger. Dann machen wir beide LKW voll und fahren hierher. Apropos beide LKW voll machen. Ich hätte übelst Bock, so ein Buffalo zu kaufen. Für die Papierfabrik. Hallo? Da. Nein, das ist nicht richtig. Da. Okay, die drei Stämmchen haben sie natürlich sehr gerne genommen. Ja, Freunde. Weiß ich nicht, oder wollen wir doch nochmal eine Runde Eisenerz fahren? Könnten wir eigentlich auch machen, oder? Ich fahre den hier mal wieder zurück auf dem Feld, dass wir da weitermachen können. So, da können wir nämlich beim nächsten Mal hier schön weitermachen. Aus. Und dann schauen wir mal, ob der Erzanhänger schon beladen ist. So. War natürlich nicht voll. Musste die Förderbänder nochmal anstarten, dass die Motoren wieder laufen. Aber jetzt können wir abpfeifen. Ja, guck mal hier. Jetzt geht's nämlich endlich. War mir ein bisschen laut, der Kollege. So, ich habe jetzt keinen Bock gehabt, dass der mir die Ohren abfault. Mit seinem lauten Rumi-Knatter. Ja. Ich bin mir gerade ja nicht sicher, ob die komplette Ladung in die Eisenschmelze reinpasst. Wenn nicht, lass mal das Erz einfach da stehen. Jetzt können wir da ganz bequem verladen. Theoretisch bräuchten wir den Radlader dann nicht mehr. Den könnten wir abgeben. Und ich glaube, den brauchen wir auch woanders nicht. Weder zum Ballenstapeln noch sonst für irgendwas. Der kann dann eigentlich verkauft werden. Oder wir lassen den da stehen als Deko. Mir ist dann eigentlich auch vollkommen egal. Weil ich glaube, der fällt da wenig auf, oder? So, dann düsen wir hier mal die olle Kante hoch. Die ist ganz schön fies, muss ich sagen. Ah ja, stimmt, hier stand Stahl. Ja, wenn du eben mal ganz kurz vergisst umzustellen, ne? Von verteilen oft direkt verkaufen, kommt immer behalten und brrrr, kommen die gleich alle raus. Die warten nur darauf. Die stehen alle schon am Tor und könnt ja nicht abwarten, dass sie rauskommen.
Erstmal die ollen Büsche hier wieder plattfahren. Wir sind zu selten hier, deswegen wächst hier die Botanik. So, Kollege, hau raus. Mal gucken. Aber wird nicht alles reingehen. Der wird heute im Trailer zurückbleiben. Dann lassen wir ihn hier stehen. So. Sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Aber wir können ja hier nochmal gucken. Metall, guck mal, ist nämlich gleich voll. Oh, haben wir auf direkt verkaufen. Ist das okay? Ja, hier ist Metall noch voll. Hier ist Metall noch voll. Alles klar. Gut. LKW aus. Erz läuft raus. Freunde, beim nächsten Mal sammeln wir die ganzen Baumstämmchen ab, dass wir da ordentlich mal mähen können, dass wir da Ackerfläche hinbekommen. Und dann müssen wir das bei dem Feld daneben auch noch machen. Dann machen wir noch ein paar neue Bäume dazu. Müssen wir wieder ordentlich aufforsten. Die Sägewerke können wir vielleicht auch gleich nochmal mitbeliefern. Das könnten wir machen. Mit der nächsten Holzladung fahren wir vielleicht nochmal zum Hafen, hauen in dem anderen Sägewerk nochmal den Lagerbestand richtig hoch und was wir denn an Bord haben, können wir direkt verkaufen. Ja, bin am Überlegen, lohnt sich ein Brennholzverleih da an der Stelle? Wir könnten den ja eigentlich wieder abreißen. Dann brauchen wir uns die Stämme da nicht hinpacken, oder? Wollen wir die gleich wegbringen? Das wäre fast am sinnvollsten. Dann brauchen wir uns da kein Anspielen. Weil da wollte ich eigentlich keine Forst betreiben, sondern Stämme weg und Acker hin. Ne? So wäre der Plan. Okay, vielleicht bauen wir uns da einen neuen Brennholzverleih, dass wir das schnell zu Geld kriegen, das Zeug. Und dann ist halt gut. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch. Renni hauen.